Nächstes Testspiel für die Fohlen in der Vorbereitung auf die neue Saison in Velbert. Diesmal zu Gast und zu Gast ein Gegner aus der Eredivisie, der RKC Waalwijk. Chris Kramer, Torschütze beim 1:1 gegen Standard Lüttich, erst einmal auf der Bank. Lars Stindl begann, genauso wie Hermann, Player, Netz, Müsel, Neuhaus, Bessi Bai, die erste Minute, Itakura, Friedrich Leiner und Sommer. Keine fünf Minuten gespielt, super Doppelpass, nämlich zweimal Stindl mit Player, Player mit Müsel, Pfosten. Gegen Lüttich war es der Balken. Hier klasse Kombination. Alassane Player wieder in einer überragenden Form. So als hätte es eine Pause überhaupt nicht gegeben. Denn zum Ende der Saison im zweiten Drittel war er bärenstark. Dann ein ruhender Ball und eine richtige Idee. Und keiner passt auf den Mann mit der Nummer 20. Und der trifft den Ball überragend. Lennart Dennels, der 24-jährige Belgier. Der löst sich aus dem Ganzen drumherum. Der Spieler im 16er kommt angelaufen und aufgepasst hier. Der erste Kontakt ist schwach, wird für ihn aber richtig gut, weil der Ball optimal springt und den kann Sommer auf keinen Fall halten. Idee hatte Belhassani. Die Fohlen brauchen einen Augenblick, um wieder Kontrolle in das Spiel zu bekommen. Ansonsten RKC gerne mit dem Umschaltspiel wieder Belhassani und Lutonda und wieder der Torschütze. Dennels findet Michel Kramer, 1,96, Sommer souverän. Das war das Spiel von RKC, das kennen wir auch aus der Eredivisie so. Die Mannschaft kommt nicht über den Ballbesitz, sondern über das Umschaltspiel. Ballbesitz, das ist das Thema bei den Fohlen. Knappe halbe Stunde gespielt und jetzt aufgepasst. Friedrich, 40 Meter, Laufweg, Player, Ballannahme, Abschluss, erste Sahne. Ausgleich, 10 Tore in der vergangenen Saison, eine Vielzahl von direkten Vorbereitungen hier. Klasse getimed. Und wenn eine Mannschaft tief steht, brauchst du genau diese Laufwege. Und der Franzose bot es an und erzielte damit den verdienten Ausgleich in der 30. Minute. Danach wieder viel Ballbesitz und viele Kombinationen. Und wenn es geht, direkt hier der erste Schuss versucht, dann sagt sich Müsel, kann ich anders. Wieder eine Idee. Wieder auf der rechten Position. Diesmal Winkel zu spitz für Flo Neuhaus. Das war es dann in der ersten Halbzeit, die sehr entspannt daherkam. Sprich, es war ein sehr faires Spiel, es war sehr anständig. Sommer haben wir noch gesehen, er blieb in der Pause. Für ihn kam Nicolas. Es kam auch zu Beginn von Halbzeit 2 Janschke für Bensi Baini. Das waren die einzigen beiden Wechsel. Dann 53, wenn einer offensiv, natürlich Player. Der wird vom neuen Torwart Spenkeling hier zu Fall gebracht, Ball gespielt. Muss ja als Torwart nicht so rauskommen. Nimmst du als Stürmer natürlich gerne an und da die Möglichkeit für den Capitano, 53. über den Balken, keine Führung. Übrigens die Vorbereitung zur Entstehung kam von Luca Netz, der das prima auf seiner Seite machte. Ansonsten haben wir viele Kommentare von draußen von Daniel Farke mitgenommen, der hier und da die Anweisung gab, Komplimente verteilte. Und dann folgendes da in der 63. Wenn einer, Belhassani, ganz starker Spieler mit Linksfuß. Janschke will klären und es wird zur perfekten Vorbereitung für Kolpers. Aber Moritz Nikolas zeigt, dass er hier mit einer aktiven Parade den erneuten Rückstand verhindert. Danach gab es noch viele Wechsel. Kramer drin, Fraulo drin, Hofmann drin, Janschke und Friedrich mit dem letzten Abschluss. Auch Reiz kam, Skelly, Noss, Borges, Sanchez. Also alle, die dabei waren, durften spielen. Nur am Ende blieb es dann beim 1:1. Was heißt, blieb es nur beim 1:1? Es ist ein wichtiger Test, das umzusetzen, was im Training sich erarbeitet worden ist. Es ist eine willkommene Abwechslung zu den Trainingseinheiten. Wichtig ist, gesund zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben, das auszuprobieren, was der Trainer vorgibt. Und die nächste Möglichkeit kommt ja dann schon am kommenden Samstag im Borussia-Park gegen Real Sociedad um 15:30 Uhr. Und da schauen wir wieder gemeinsam drauf, was die Fohlen dann im letzten Testspiel abliefern werden.